Der schlafende Drache Vor über eintausend Jahren lebte der kleine Ritter Kunibert in einem wunderschönen Schloss in den tiefen dunklen Wäldern von England. Eines Tages bekam er vom König den Auftrag, eine Höhle im Wald zu suchen. Die Höhle verbarg ein noch nie gelüftetes Geheimnis ein Geheimnis, welches nur ein gewaltiger grüner Drache kannte, der die Höhle bewachte. Der Ritter fragte den König, ob er den Drachen bekämpfen sollte, sobald er die Höhle gefunden habe, doch der König verneinte. Das ist nicht nötig, meinte er. Der Drache schläft ganz tief und fest vor einem Felsen, direkt am Eingang zur Höhle. Deine einzige Aufgabe ist es, den Drachen nicht aufzuwecken. Du schleichst dich an ihm vorbei und kannst dann die Höhle gefahrlos betreten. Ritter Kunibert begab sich also auf die Suche. Es dauerte drei Tage und drei Nächte bis er endlich den geheimnisvollen Ort gefunden hatte. Ein riesiger Drache lag vor einem Felsen auf dem Boden und tatsächlich erschien zu schlafen. Ganz leise ging Kunibert auf Zehenspitzen zu der Öffnung im Felsen, die durch den Drachen versperrt wurde. Er war nur noch wenige Meter von dem Ziel entfernt, da öffnete sich das linke Auge des grünen Ungetüms, welches allein schon größer war als der ganze Kopf des kleinen Ritters. Kunibert erschrak und rannte zurück in den Wald. Am nächsten Morgen versuchte er es wieder. Dieses Mal hatte er sich Stroh um die Füße gewickelt, damit es auch wirklich kein Geräusch gab, wenn er sich bewegte. Er hatte sich dem Drachen schon bis auf einen Meter genähert, als ihn ein lautes Schnaufen erzittern ließ. Im letzten Moment ergriff er die Flucht. Dennoch kehrte er auch am nächsten Tag in aller Frühe zurück. Er hatte sich dieses Mal seine schweren Stiefel mit weichen Gänsedaunen beklebt. Nun hörte man wirklich keinen einzigen Ton mehr, wenn sich Ritter Kunibert bewegte. Ho, und siehe da, es funktionierte. Der Ritter quetschte sich an dem schlafenden Drachen vorbei und betrat die Höhle. Sein Blick fiel auf ein goldenes Kästchen. Das musste es sein, das Geheimnis der Höhle. Doch noch ehe er es berühren konnte, fing das Kästchen plötzlich laut an zu klingeln. Der Ritter bekam einen Riesenschreck. Hinter ihm hob der Drache seinen Kopf und schaute in die Höhle hinein. Kunibert erstarrte und sah direkt in die Augen des grünen Ungeheuers. Guten Morgen, sagte der Drache. Mein Wecker hat gerade geklingelt. Es ist acht Uhr. Ich muss jetzt in die Drachenschule. Vielleicht hast du ja nachher noch Zeit, kleiner Ritter. Dann können wir zusammen spielen. Es traut sich nämlich kaum jemand, mich zu besuchen. Und ich freue mich über jeden neuen Freund. Welch eine Überraschung! Der Drache sah zwar furchteinflößend aus, aber er schien sehr freundlich zu sein. Kunibert war erleichtert und wartete, bis der Drache aus der Schule zurück war. Von da an trafen sie sich fast jede Woche und unternahmen gemeinsam die schönsten Ausflüge im Wald.